mal die Folge gewechselt. Ich freue mich schon tierisch, bei dir Cyberpunk zu sehen. Ja, vielleicht wird's sogar schön. Und meine Grafikkarte sagt, nö, keine Lust. Ich stürze mich lieber frontal in ein Messer. Sagt die Grafikkarte mit ich. Also ich weiß, dass meine Karte das auf jeden Fall stemmt. Auch auf 4K noch, aber nicht in Ultra-Settings. Weil es gibt ja keine Möglichkeit abzugraden im Moment. Lass mich raten, den muss ich nach oben bringen. Kann in Full HD auf alle Settings hoch und sogar Raytracing wahrscheinlich anmachen. Hallo Zappen. Ne, 3090 holen kannst du knicken. Es wird zu teuer. Macht wirklich keinen Sinn. Preis-Leistung ist da einfach überhaupt nicht gegeben. Weil du hast kaum Vorteile zum 4K-Gaming. Ja, jetzt muss ich aufpassen, weil sonst fällt der nämlich ganz durch. Ich muss ihn eigentlich ziehen, wenn er gerade hier vorbeifällt. Natürlich ist die 3090 verfügbar, weil sie einfach schweineteuer ist. Huh.
eigentlich müsste das Spiel darauf hinweisen, wenn irgendwo nur eine andere Version farblich von irgendeiner Ausrüstung ist. Und kein durchaus neuer Ausrüstungsgegenstand in der Kiste ist. Warum machst du hier irgendwelche Rätsel und denkst, oh, jetzt kriegst du das... Ah, nee, ist doch nur eine neu aussehende Version der Rüstung, die ich schon habe. Mit anderen Farben. Bevor all das Geld dir ein Loch in die Tasche brennt, von welchem Geld reden wir? Hast du vor, mir das all das Geld zu geben? Kumpel hat eine 3080 und der spielt Euro Truck Simulator und Factorio. Ja, ich hoffe in 16K. Ja, ich sehe, du bist da drin. Das ändert ja nichts. Ich habe noch keinen guten Überblick, was ich hier machen muss, rätseltechnisch. Aber das hier ist klar. Okay, damit habe ich schon mal einen. Zu viel Gelände. Ach so, das soll mir den Weg nach oben verschweren, also erschweren. Wenn ich den hier wegnehme.
Schrecklich. Ja, ich kann dir sagen, weil ich mit Cyberpunk anfange. Am 10. um 1 Uhr morgens. Vorher geht's nicht. Obwohl natürlich, man könnte um 0 Uhr streamen, wenn ich auf der Konsole anfange. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber wenn es funktioniert, kann es nicht dumm sein. Versteckt. Toll, selben Weg noch mal gehen. Nein, es geht darum, wann darfst du streamen? Oder darf man erst ab Mittag? Ach, ich müsste selbst nochmal nachgucken. Vielleicht kann auch sein, dass man erst ab Mittag darf. Dann lassen wir es mit dem mitten in der Nacht. Ich schaue nach dem Stream jetzt nochmal rein. Wir hätten auf jeden Fall die Tage mal was gepostet. Wenn diese Strahlen doch wenigstens nicht so tödlich wären. Verdammt, danke nochmal. Du hast mich nicht verunsichert. Ich weiß das vor ein paar Tagen, was gepostet wurde. Tja, wenn ich jetzt mal wüsste, für was das war. Bleibt das Ding aktiviert? Ja. Ha, da muss ich das jetzt nur auf die andere Seite hochbringen. Oder irgendwie anders. Hallo, Hieropis.
Ich glaube, das war eigentlich der zweite für die Seite hier. Scheiße, jetzt habe ich den richtigen Heiltrank genommen. Welchem Indie-Entwicklerteam hat Ubisoft das Spiel weggekauft? Keinem. Es ist nur von einem der guten Ubisoft-Entwicklerteams gemacht worden. Kacke. Aber hier ist nichts versteckt. Wo ist denn die... Nein! Ach, falsche Taste. Ich wollte nicht so streng zu Ares sein. Es war doch alles nur ein großer Spaß. Nun ja, vielleicht hat er das ein bisschen anders wahrgenommen als du. Er hat gesehen, dass ich gelächelt habe. Und hat er zurückgelächelt? Spielt das eine Rolle? Du bist ja ein Vater. So geht das. Ich weiß. Das macht schwere es ja alles Kiste so verwirrend. Hier drauf gleich. Leichte Kiste da vorne hin. Und dann haben wir den zweiten Schalter freigeschaltet. Ich habe zwar ein bisschen die Kisten vertauscht. Also unnötigerweise drüben eine hochgeschleudert. Aber macht ja nichts. Hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Vor allem geht das jetzt... Sollte ich nicht hier irgendwie einen Mechanismus oder sowas aktivieren? Ja, schön, ich habe den Ausgang aufgemacht. Und ich da jetzt schon wieder kaputt gemacht habe. Ah ne, hier oben ist das jetzt bestimmt an. Ach ja. Warum krieg ich kein Einhorn? Ähm,
Ja, in diesen Gefilden ist immer noch eine Katze vorhanden. Ja. Die Züchterin, wo wir nächste Woche den Hund holen, hat auch eine. Ist lustig zu sehen, wenn 9 Welpen mit der Katze spielen wollen. Die Katze läuft wahrscheinlich da, nicht Amok, aber... Ist halt eine ordentliche Party für sie. Unsere Hunde haben beide Respekt vor unserer Katze. Ja, zu Recht. Mein Hund hat auch Respekt vor der Katze. Weil sie unangemeldet angreift immer. Das war nicht so schwer. Jetzt nur noch die Gewichte in die Löcher schmeißen. Das war zu hoch. Oh Mann, ey. Und nochmal. Und ja, ich kann es auch immer nur wiederholen, dass dieses Spiel sehr viel Spaß hat. Auch wenn manche Rätsel nicht ganz so sauber funktionieren wie bei Zelda. Ach, das war jetzt schon wieder zu viel.
Aber schon alles sehr motivierend. Ich glaube, die erste Melodie, die ich bei Ares jetzt im Gebiet gesammelt habe. Jedenfalls ist das die erste, die auf meiner Liste steht. Haben beide einen getrennten Schlafplatz oder kuscheln sie? Kuscheln ist halt jetzt nicht so, aber sie sind schon näher als am ersten Tag zueinander. Die Sache ist immer, ihre Zuneigung zu den Besitzern ist in der Regel stärker als ihre Angst voreinander. Plus 24% Schaden mit Bogenschüssen, während die Kombo-Anzeige plus 30 zeigt. Bei Kopfschüssen zusätzlich plus 4 auf Kombo-Anzeige. Ich habe niemanden gesehen, ich komme von der falschen Ecke. Verdammt. Ja, ich glaube auch, es ist Folge dem Licht. Wobei... Tja, da muss ich wohl noch vorher irgendwas erledigen. Ich denke mal, da oben muss irgendwie das Schutzschild aufgebaut werden, dass die Laser abgebrochen werden. Wenn die Laser halt nicht sofort die Hälfte an Energie wegbraten würde. Nein! Jetzt überlege ich gerade, kann ich das nutzen, um bis nach da hinten zu kommen? Natürlich nicht.
Nova Intelligence. Keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Auf jeden Fall komme ich so auf das andere Ding drauf. Ohne dass mich das röstet. Guten Abend, Pascal. Also mir geht es akzeptabel. Das fand ich einfacher als die andere Seite des Mechanismus ist. Ja, komm her, lass dich verprügeln. Sogar zu viel Ausdauer verbrauchen kann. Weil das in den Minusbereich geht. Ach komm, wir gehen zur Ares Schatzkammer.
Schade, dass ich keinen Angriffstrank mehr habe. Ach, ich sehe. Moment. Doch, die Kristalle, das ist von der Aktivierung vorne. Ich gebe auf. Legyron? Unmöglich! Ich sah dich! Du warst auf Stein! Was ist das denn für ein Monstrum? Du lebst! Oh, hab ich dich verletzt? Ha! Natürlich nicht! So leicht gebe ich mich doch nicht geschlagen. Schon gar nicht dir. Was ist los? Nun, die Mannschaft wurde zu Stein verwandelt. Ich habe was mit dem Orakel geraucht. Mehr weiß ich nicht. Er ist allerdings nicht wirklich ein Orakel. Was machst du hier? Hat er etwas über mich gesagt? Nein. Nur wie furchtbar die Lage ist. Und laut der Prophezeiung wird nur der wahre Held siegreich sein. Also... Du meinst... Ich bin hier, um uns zu retten. Deshalb bin ich dem Steinfluch entgangen. Ich weiß nicht. Die Prophezeiung sagte, der Held hätte Makel. Du hast noch nie auch nur einen Fehler gemacht. Komm schon. Es hieß ältestes Kind der Thetis. Ich bin der älteste Sohn. Und weises Kind überzeugt, das meint dich. Ich muss dich davon überzeugen, dass ich dieser Held bin. Klar? Nur, dass ich kein Kind bin. Natürlich nicht. Keine Prophezeiung stimmt vollkommen. Nehme ich an. Aber dir fehlt ganz eindeutig der geflügelte Bote. Falsch. Die Dinge habe ich von einem Greif. Bei Hades, das ist die limitierte Version. Kann Hermes seine Schuhe nicht anbehalten? Oh, dachtest du, die Prophezeiung handelt von dir? Nein, dachte ich nicht. Dann besteht kein Grund zur Sorge. Du willst es ohnehin nicht mit diesem riesigen roten Monsterding aufnehmen. Typhon! Es ist verrückt. Wusstest du, dass es hier echte Götter gibt? Ja, ich helfe gerade einem von ihnen. Ich suche nach einem Fährtenlesegerät, um einen Dieb zu finden, der Ares Essenz stahl. Wie sieht sie denn aus? Mal sehen. Dann bist du also der Dieb. Auf so einer Insel kann man nie wissen, was man noch brauchen wird. Ich finde, ich bin echt einfallsreich. Das ist allerdings Ares Essenz. Nimm sie. Hör mal, du musst diese Bürde nicht länger allein tragen. Überlass mir den Rest. Ich weiß, dass du kein guter Kämpfer bist, Schildträger. Ich habe heimlich geübt. Ich konnte es dir nur nie zeigen. Die Götter werden mir danken, wenn ich ihre Essenzen finde und wir Typhon stellen. Ich glaube dir. Gut. Du ziehst los und findest diese Essenzen. Ich werde etwas von dir brauchen, wenn die Götter zurückverwandelt sind. Wir treffen uns auf einem schneebedeckten Berg. Du kannst mir helfen, Typhon zu besiegen. Oh, ja, das klingt gut. So gefällst du mir. Zwei Schwerter sind besser als eines. Nun eher anderthalb Schwerter. Ein Familientreffen. Ihr habt die Essenz des Ahrens. Aber hat auch jemand an Kuchen gedacht? Oh, wartet mich nicht. Ich nehme mir einfach etwas. Ich erledige sie. Nein, mach dich auf den Weg. Ich bleibe und kämpfe. Was? Aber... Geh! Ich schaffe das! Bitte überlass mir das einfach. Hoho! Die Synchro ist bloß nicht das Beste. Wundervoll.
Was willst du mit denen? Willst du einen Bauernhof führen? Also auch wenn es nach Goldgegnern aussieht, sind sie etwas abgeschwächt wegen dem Bosskampf wahrscheinlich dabei. Killerhuhn! Du hast mich gerettet! Ich musste sehen, was aus meiner Festung geworden ist. Wie vermutet, wimmelt es von Schergen. Der Teppich ist sicher ruiniert. Hast du das Fährtenlesegerät? Ich brauchte es nicht. Ich traf den Dieb und es war, halt dich fest, mein Bruder. Er war nicht verflucht. Ah, das war also dieser verdächtige Sterbliche, mit dem du geredet hast. Er will, dass ihr allein gegen Typhon kämpft. Ist er lebensmüde? Wenn du wüsstest. Er hat bisher noch alles geschafft. Nun, du hast etwas vollbracht, das ich für unmöglich hielt. Ja? Ich stand hier und dachte, es wäre hoffnungslos, weil alles gegen dich sprach. Ich wartete auf dein Scheitern. Und dann sah ich meine Statue und dachte an das, was du gesagt hast. Ich dachte, Phoenix weiß nicht, ob er Erfolg haben wird und gibt doch nicht auf. Das ist Mut. Und in diesem Moment, ich hätte mit den Fingern geschnipst, wenn ich welche hätte, hatte ich genug davon, ein feiges Huhn zu sein. Du hast ja keine Ahnung, welche Zerstörung diese Hände einst brachten. Das bebende Fleisch, von dem sie kosteten. Ich kann's mir vorstellen. Sie schaden nicht länger. Sie machen gar nichts mehr. Und damit kann ich nicht leben. Genug gegaggert. Ich habe genug davon, ein Huhn zu sein. Ja, das ist Kampfgeist. Dann freust du dich sicher, dass ich das hier habe. Ich spüre ihre Macht. Schnabelhaft. Ich meine, fabelhaft. Du erhältst zum Dank meinen Segen. Du hast ihn dir verdient, Krieger. Er hat mich Kriegerin genannt. Danke, Ares. Und jetzt verschwinde ich von hier. Wir sehen uns in der Halle der Götter. Dort verwandle ich mich zurück. Und das Huhn wird Hühne aus Federn, Finesse, aus Schnabel, Schlagkraft, aus Eiern, Epos, aus... Vorsicht, du willst doch nicht, dass Aphrodite zur Vegetarierin wird. Wir sehen uns dort. Als Ares triumphal zur Halle der Götter zurückkehrte, musste Phoenix daran denken, was der Gott des Krieges ihm beigebracht hatte. Dass es Unmengen schlechter Hühnerwitze gibt? Dass wahrer Mut nicht die Abwesenheit von Zweifeln ist, sondern ihre Überwindung. Ares mag nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber am Ende kämpft er immer für die richtige Seite. Ha!
Aber es wird ja wahrscheinlich wieder so sein, dass wir für Ares dann etwas erledigen müssen.